Ja, Shalom zusammen und gottesreichen Segen im Namen des Herrn Jesus Christus. Willkommen zu einem weiteren Video, in dem wir uns heute mit der Frage beschäftigen wollen, ist Satan der Gott des Alten Testaments? Nun, die meisten Christen, oder ich hoffe alle Christen, werden jetzt sich die Frage stellen, hallo, wir leben im Jahr 2019, welcher Christ glaubt denn bitte, dass Satan der Gott des Alten Testaments ist? Nun, da gibt es zum Beispiel den YouTuber Savior, der von sich selbst sagt, dass er ein Christ ist, und wir nehmen das mal so hin, aber wir werden mal anhand der Bibel feststellen, ob das biblisch gesehen auch wirklich der Fall ist, denn er sagt, der Gott des Alten Testaments ist Satan. Und ich kann mir persönlich keinen größeren Antisemitismus vorstellen, als das Heiligste, was die Juden haben, nämlich die Heilige Schrift, den Tanach, das Alte Testament, als eine Schrift von Satan zu bezeichnen, womit er automatisch sagt, dass die Juden Satan anbeten, und es gibt keinen größeren Antisemitismus als so etwas. Deswegen auch an dieser Stelle, irgendwas stimmt da ja nicht, und wir wollen heute mal schauen, wer der Gott des Alten Testaments wirklich ist. Zunächst schauen wir uns aber mal an, es sei vielleicht davor noch gesagt, dieses Video ist nicht etwa gegen Savior, um Savior zu besiegen, biblisch, geistlich, sondern es ist ein Video für Savior, um Savior zu gewinnen, nämlich für den Gott der Bibel, und das ist derselbe Gott im Alten und auch im Neuen Testament. Wir schauen uns erstmal an, was Savior gesagt hat in seinem Video, das Evangelium vom Reich Gottes, 3. Mai 2019. Er sagte, hier heißt es, nämlich in Genesis 8, Vers 20, dass der Herr, also Gott, den Geruch von verbranntem Fleisch lieblich findet. Das ist nicht der Vater, das ist Satan. Wer sich an die 10 Gebote hält, der hält sich an die Gebote, an die 10 Gebote Satans. Nun, Jesus hat alle 10 Gebote noch mehr erfüllt und gehalten. Hat sich jetzt Jesus auch an die Gebote Satans gehalten? Wir werden nachher noch sehen, dass Jesus sogar gesagt hat, ihr sollt die 10 Gebote halten. Dann hatte ja Jesus gesagt, ihr sollt die 10 Gebote Satans halten. Was natürlich absolute Gotteslästerung, aber wir schauen mal hier erstes, wir fangen mal von vorne an. Also er sagt hier das Opfer, hier geht es um Noah, der nach der Sintflut Gott ein Opfer dargebracht hat, wie es Gott verlangt hat. Und er sagt, das ist nicht der Vater, der das verlangt hat, dieses Tieropfer, sondern das ist der Satan. Und wir schauen uns mal an im Neuen Testament, denn Savior glaubt ja nur an das Neue Testament, das ist von Gottes. In Hebräer 11, Vers 4 heißt es, durch Glauben brachte Abel, Gott, ein besseres Opfer dar als Kain, seinen Bruder. Und Hebräer 11, Vers 4 macht also deutlich im Neuen Testament, dass Abel gläubig war und Gott ein Opfer dargebracht hat, das Gott wohlgefallen hat, im Gegensatz zu Kain, der kein gutes Opfer darbrachte und seinen Bruder sogar erschlagen hat. Und deswegen schauen wir uns doch mal an, welches Opfer war denn so gut im Alten Testament, dass hier im Neuen Testament gesagt ist, dass es gut sei in Gottes Augen. 1. Mose 4, Vers 3, schauen wir mal zu Kain und Abel. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe, also von Tieren. Und der Herr, Gott, sah Abel und sein Opfer an. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Und das ist auch, deswegen wird auch im Neuen Testament hier gesagt, dass das ein Opfer war, und hier wird ja bestätigt, dass Gott dieses Opfer wollte, aber das heißt ja nicht, dass Gott wohlgefallen hat an Tieropfern, denn dieses Opfer, das geschah ja nach dem Sündenfall, und dieses Blut, das die Tiere ja auch leider vergossen haben oder mussten, sollte ein Schatten dessen sein, was Jesus am Kreuz tun würde, nämlich dass er für unsere Sünden bezahlt hat und sein Blut für uns vergossen hat. Und deswegen heißt es auch in Jesaja 1, Vers 11, was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr. Ich bin der Brandopfer von Widdern und des Fettes der Mastkälber überdrüssig. Und am Blut der Jungstiere, Lämmer und Böcke habe ich kein Gefallen. Also Gott wollte nie Tieropfer haben. Gott liebt das Leben und nicht den Tod. Gott ist das Leben und nicht der Tod. Aber der Tod kam nun mal in die Welt und die Sünde, indem Eva eben vom Baum der Erkenntnis probiert hat und dem auch Adam dann probiert hat. Und deswegen hat Gott sozusagen ein Priestertum ins Leben gerufen, und die Tieropfer sollte also symbolisch die Sünden hinwegnehmen, was erst Jesus getan hat. Aber der Glaube daran hat bis dahin sozusagen die Sünden erstmal weggenommen, symbolisch. Und deswegen ist es wohlgefällig gewesen, wenn Abel Tiere geopfert hat, wenn Noah Tiere geopfert hat, wenn Abraham Tiere geopfert hat und so weiter. Und sofort, es mag nicht schön sein, es war auch nicht schön, als Jesus sich geopfert hat, aber die Opfer waren nötig. Ob das jetzt Christen gefällt oder nicht, spielt keine Rolle.
Ich weiß, Tiere, ich liebe auch Tiere, ich bin auch tierfreundlich, aber wenn mir Gott sagen würde und ich wüsste, es ist Gott, opfer jetzt deine Katze, ja, dann würde ich es machen. Ja? Sage ich nur deswegen, weil ich zurzeit eine Katze hier zu Hause habe für 2 Wochen, aber das ist jetzt hier auch gar nicht das Thema. Wir schauen mal, was über das Alte Testament geschrieben steht, im Neuen Testament. Und da schauen wir mal, ob das hier von Satan inspiriert ist. 2. Timotheus 3, Vers 16, 2. Petrus 1, Vers 21. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und hier geht es um das Alte Testament. Zu der Zeit, als es hier geschrieben wurde, gab es noch kein Neues Testament. Hier geht es um das Alte Testament, das jeder kannte. Diese ganze Schrift, das Alte Testament, ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Und es sei hinzugefügt, auch geschrieben, nämlich das Alte Testament, die Prophetenbücher, Jesaja, Daniel, Jeremia, Sacharja, Amos und so weiter und so fort. Und natürlich auch die Tora, die 5 Bücher, Mose oder die Psalmen von König David, die Sprüche von Salomo und so weiter. Wir sehen also diese Behauptung, Gott sei der Gott des Alten Testaments sei Satan, das ist natürlich, ja, wir werden gleich sehen, was Jesus über solche Menschen sagt. Aber halten wir fest, das Alte Testament ist auf jeden Fall von Gott inspiriert. Wir schauen jetzt ins Neue Testament und schauen uns mal an, wie Jesus den Satan in die Wüste schickte, im wahrsten Sinne des Wortes. So lesen wir in Matthäus 4, Vers 8, wiederum nimmt ihn, nämlich Jesus, der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg, also der Gott des Alten Testaments, und zeigt Jesus alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche, Satan, denn es steht geschrieben, nämlich im Alten Testament, du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Und da verließ ihn der Teufel. Und wir kennen die Geschichte in der Wüste, als Satan den Jesus, den Herrn, verführte oder verführen wollte und es natürlich nicht schaffte, weil es niemand schafft. Er hat ihn 3-mal versucht zu verführen. Und 3-mal hat Jesus genau mit derselben Antwort praktisch ihn in die Flucht geschlagen. Er hat aus dem Alten Testament zitiert. Kann jetzt Jesus die Worte Satans benutzen, um Satan in die Flucht zu schlagen? Oder sind es die heiligen Worte Gottes? Schau mal, was Jesus weiter sagt in Matthäus 12, Vers 26. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst uneins. Wie kann dann sein Reich bestehen? Und wir wissen, Jesus ist nicht uneins mit dem himmlischen Vater, den Jesus sagt in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Nicht uneins. Uneins sind sich viele Christen, das ist richtig, aber der Vater und der Sohn sind sich einig und darum geht es. Wir sehen also, Jesus hat den Teufel in die Flucht geschlagen mit den Worten Gottes, die Jesus zitiert hat im Alten Testament. Der Teufel wollte Jesus mit den Worten des Alten Testaments verführen, aber weil es ja die Worte Gottes sind, kennt Jesus natürlich die Worte viel besser und hat ihn wiederum besiegt und darum geht es. Wir schauen uns aber auch, weil wir gerade Matthäus 12 uns angeschaut haben, uns ein Beispiel an, nämlich von einem Besessenen, der von Jesus geheilt wurde. Wir lesen Matthäus 12, ab Vers 22, da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, zu Jesus, der blind und stumm war, und Jesus heilte ihn, sodass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Und die Volksmenge staunte und sprach, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebub, also durch Satan, den Obersten der Dämonen. Also sie haben diese Wunder nicht als Wunder Gottes angesehen, sondern als Wunder von Satan und seinen Dämonen und sie sagten, Jesus selbst war besessen und hätte die Dämonen durch Satan und Dämonen ausgetrieben. Was natürlich nicht der Fall war, denn Jesus gibt uns die Antwort in Matthäus 12, Vers 28. Er sagte, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Er bestätigt also, er sagt, er hat nicht die Dämonen durch Dämonen und Satan ausgetrieben, denn wie er schon sagte, dann würde er sich, wäre ja nicht einig mit Gott, sondern wäre ja uneins. Und deswegen sagte er, dass er durch den Geist Gottes eben diese Dämonen ausgetrieben hat.
Und wir lesen auch, was außerdem in Vers 32 geschrieben steht, denn er sagte außerdem, wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Und er bezieht sich auf das, was die Pharisäer gesagt haben, denn sie behaupteten ja, Jesus würde die Dämonen durch Satan austreiben. Also sie haben praktisch auch Jesus so praktisch als Satan hingestellt. Und das ist eine Lästerung gegen den Heiligen Geist natürlich. Genauso wie man sagt, das Alte Testament ist vom Heiligen Geist inspiriert, obwohl es ja von Gottes Geist inspiriert ist. Er ist von Dämonen inspiriert, obwohl es von Gottes Geist inspiriert ist. Das ist eine Lästerung gegen den Heiligen Geist, wenn man so etwas über das Alte Testament sagt, und das wird Gott niemals vergeben. Genauso wird Gott niemals vergeben, wenn man sagt, der Gott des Alten Testaments ist Satan, denn wir werden gleich sehen, wer der Gott des Alten Testaments wirklich ist. Und deswegen geht es hier nicht, wie gesagt, darum, um Savior zu besiegen, es geht darum, ihn zu gewinnen. Ich will nicht, dass er in die Hölle kommt, und ich will, dass überhaupt niemand natürlich in die Hölle kommt, aber jeder wird ernten, was er verdient hat, denn Gott ist gerecht, und der Richter wird bald kommen. Schauen wir uns mal an, was weiter geschrieben steht. Wir schauen mal, was Savior also sagte nochmal in seinem Video. Als heiliger Berg wird ein Berg bezeichnet, welcher der Wohnort von Göttern, Geistern und Dämonen betrachtet werden. Da hat Mose die Gesetze bekommen und die Gebote. Wer sich an die 10 Gebote hält, der hält sich, wie gesagt, an die 10 Gebote Satans. Und hier geht es um den Berg Gottes, wo Mose die Gesetzestafeln und so weiter bekommen hat. Savior sagt, das war kein Berg Gottes oder so, das war ein Berg Satans und ein Berg der Dämonen. Und deswegen waren auch die Gebote, die Mose an diesem satanischen Berg bekommen hat, die Gebote Satans. Also mehr Lästerung gegen Gott und den Heiligen Geist geht eigentlich nicht, liebe Geschwister. Ich hoffe, ihr merkt, wie weit dieser junge Bursche gegangen ist und wie weit ich leider auch manchmal vielleicht heute mit meiner Umgangssprache gehen muss, um zu sehen, um ihnen zu zeigen, wie ernst die Lage ist. Denn er spielt mit dem ewigen Leben, nicht nur mit seinem, sondern auch mit dem ewigen Leben von anderen Menschen, die auch noch das glauben, was er da fabriziert in seinem Video. Schauen wir uns mal an, was über diesen Berg geschrieben steht, und danach schauen wir uns an, was über die Gebote geschrieben steht. Exodus Kapitel 24 ab Vers 12, Altes Testament zunächst, da heißt es, und der Herr, Gott, sprach zu Mose, steige zu mir herauf auf den Berg und bleibe dort, so will ich dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz und das Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen, nämlich das Volk Gottes. Die Gebote sind eigentlich am besten, wenn alle Menschen auf der Welt die halten würden, aber es sollte ja dem Volk Gottes gegeben werden, damit sie wiederum andere Menschen unterweisen. Aber wie sollen sie andere unterweisen, wenn sie sich selbst nicht unterweisen lassen wollen? Es war damals so, und ist heute leider immer noch so. Weiter heißt es, da machte sich Mose auf samt seinem Diener Josua, und Mose stieg auf den Berg Gottes. Steht hier irgendwas vom Berg Satans? Nein, es ist der Berg Gottes. Aber das hilft ja Savior nicht, weil das ist ja hier die Schrift Satans, die ich zitiere. Also muss ich aus dem Neuen Testament zitieren. Kein Thema. Hebräer 8, Vers 5. Hier geht es um die Stiftshütte, die Mose danach errichtet hat. Unten am Berg. Und wir schauen uns mal an, was da geschrieben steht. Diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen gemäß der satanischen Weisung? Nein, der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte. Nämlich, das heißt, achte darauf, heißt es nämlich, dass du auf alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Nämlich auf dem Berg Gottes im zweiten Buch Mose. Es sind göttliche Weisungen gewesen laut Neuem Testament. Wie kannst du dann sagen, dass das hier der Berg Gottes ist und dass die Gebote Gottes Satans Gebote sind? In der Bibel heißt es, Satan war ein Menschenmörder von Anfang an. Denkst du, Satan würde ein Gebot geben, wie du sollst nicht töten bzw. nicht morden? Ich glaube nicht, um es mal so zu sagen. Du machst leider den heiligen Gott, den Schöpfer, machst du zu Satan, lieber Savior. Und deswegen heißt es auch in Jesaja 5, Vers 20, wehe, wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die Gott zu Satan und Satan zu Gott machen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bittere süß und Süßes bitter nennen. Vielleicht ist es bitter, wenn man sieht, wie Tiere geopfert werden, aber es war süß und sollte gemacht werden laut Gott. Du nennst das bitter, Gott nennt das süß. Wem wollen wir glauben, dir oder Gott? Einige glauben leider dann Abonnenten dir mehr als Gott, weil sie selbst die Bibel nicht kennen. Aber ich hoffe, das wird sich in diesem Video vielleicht zumindest ein bisschen ändern. Ihr müsst ja nicht die ganze Schrift kennen. Wichtig ist, ihr kennt den Gott der Bibel und das Evangelium. Schauen wir uns mal an jetzt, wie es mit den Geboten Gottes wirklich auf sich hat. Sind es wirklich Satans Gebote?
Wir schauen uns mal an. Wie gesagt, Xavier sagte ja, wer sich an die 10 Gebote hält, der hält sich an die 10 Gebote Satans. Nun, alle Gebote, also es gibt ja, sagen wir mal, über 600 Gebote in der Bibel, außer den 10 Geboten, alle Gebote sind Satans Gebote, also auch die 10. Und wir schauen uns an, was Jesus, und wir schauen jetzt nur im Neuen Testament, weil Altes Testament bringt ja bei ihm nichts, also schauen wir ins Neue Testament. Und was hat Jesus gesagt über die 10 Gebote? Hat er gesagt, ihr sollt haltet bloß nicht die 10 Gebote, das sind die 10 Gebote Satans. Hat er uns gewarnt oder was hat er gesagt? Markus 10, Vers 17. Und als er auf dem Weg hinausging, nämlich Jesus, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie, also er betete Jesus an, er wusste schon, wer er war, und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Und er meint damit den himmlischen Vater, der ihn gesandt hat. Jesus sagte, du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und so weiter und so fort. Matthäus 12, Vers 8, denn der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Sabbat. Jesus hat den Sabbat gehalten, die Apostel haben den Sabbat gehalten. Laut Altem Testament halten wir den Sabbat sogar im Königreich Gottes. Es ist das vierte Gebot der 10 Gebote. Das heißt, Jesus hat hier gesagt, er ist der Herr über den Sabbat, den der Satan eingeführt hat. War es Satan, der am siebten Tag nach seiner Schöpfung ruhte, oder war es Gott? Es war Gott und nicht der Teufel. Jesus hat den Menschen gesagt, sie sollen die 10 Gebote halten und alle Gebote. Alle Gebote passen? Das kann nicht sein, das kann doch nicht sein. So viele Gebote, viel zu viel Stress. Ehrlich, Matthäus 5, Vers 17. Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz mit allen Geboten oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und wie Jesus das erfüllt hat, ist unter anderem dadurch, dass er alle Gebote gehalten hat und sie noch verschärfte, zum Beispiel in der Bergpredigt, als er sagte, wenn ihr eine Frau nur lüstern anschaut, habt ihr im Herzen schon Ehebruch betrieben. Also Jesus hat erstmal deutlich gemacht, was im Geist nicht geschehen darf, damit man physisch nicht sündigt. Und das ist mit Erfüllen gemeint und nicht auflösen. Auflösen und Erfüllen ist ein Riesenunterschied, das dürfte klar sein. Denn, wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, was noch nicht der Fall ist, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und es ist noch lange nicht alles geschehen. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, so wie du, lieber Xavier, und leider auch die meisten Christen, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, was viele Christen, mich eingeschlossen, Gott sei Dank, tun und lernen und wollen, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Du bist ja, bei dir geht es ja noch weiter hinaus, lieber Xavier, ja, mein Freund hier, weil du sagst ja, das sind ja noch die Gebote Satans. Du sagst ja nicht, wie das die meisten Christen sagen, was ja auch stimmt, wir werden gerettet durch Glauben, dann brauchen wir auch die Gebote nicht mehr halten. Du sagst ja, das sind ja die Gebote Satans, während Jesus sagt, wenn du die nicht hältst, dann wirst du klein sein im Reich der Himmel. Aber da du ja die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hast und damit die unvergehbare Sünde, wäre es, wenn du jetzt Gott bewahre, wirklich, wenn du das Beste morgen sterben würdest, mit diesem Glauben wäre das sowieso egal, ob du jetzt die Gebote halten würdest oder nicht, weil wenn du sagst, Jesus oder Gott des Alten Testaments ist Satan, ja, wird Gott niemals vergeben. Sei dir bitte dessen bewusst, ich will dir nichts Schlechtes, im Gegenteil, für dich und deine Zuschauer will ich nur das, was ich auch für meine Zuschauer will, nämlich die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen und vor allem über die Bibel. Denn 1. Johannes 5, Vers 3, du sprichst ja viel von Liebe in deinem Video. Nun, was ist denn die Liebe Gottes? Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Du sagst, Gott hat nur ein Gebot, Liebe. Ja, wie ist dein Liebe? Wie mache ich das denn? Du musst in die Bibel gucken, wie die Gebote Gottes sind. Du erfüllst das Gebot der Liebe, indem du die Liebe zu Gott erfüllst und seine Gebote hältst. Und seine Gebote sind nicht schwer. Zum Beispiel der Sabbat, das vierte Gebot, für dich ein Gebot Satans. Was sollst du da machen? Ist es so schwer, einfach zu ruhen? Ein bisschen Zeit mit Gott zu verbringen, ein bisschen die Bibel zu lesen, ein bisschen Gemeinschaft zu haben. Oh nee, da ist Party. Und da gehe ich außerdem shoppen. Ja, willkommen im Zeitalter des Teufels. Das ist leider auch gewollt so. Sonntag, da ist Ruhe im Karton. Aber hat Gott nie befohlen. Naja, sei es drum. Wir schauen uns mal noch eine Aussage hier von Xavier, bevor wir dann langsam mal zur Antwort kommen, wer denn der Gott des Alten Testaments wirklich ist. Xavier sagt außerdem, ich wollte euch heute mal ein paar Sachen zeigen, wie zum Beispiel, dass die Offenbarung des Johannes nicht für uns Christen ist.
Also ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Zunächst erstmal ist es gar nicht die Offenbarung des Johannes. Und zweitens ist es nur für uns Christen. Nur wir Christen im Heiligen Geist können verstehen, was Gott uns im Heiligen Geist durch die Offenbarung gesagt hat. Und was sagt denn die Offenbarung? Erstmal schauen wir, das ist nicht die Offenbarung des Johannes, mein lieber Freund. Offenbarung 1 ab Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott, nämlich der Vater, ihm Jesus gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung dieser Offenbarung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nah. Wir sollen die Worte also lesen und hören und bewahren, dann sind wir glückselig. Und diese Offenbarung ist nur für uns Christen, ich meine natürlich auch Nicht-Christen lesen das Buch der Offenbarung, aber nur wir Christen können es verstehen, was da geschrieben steht. Du sagst irgendwie die sieben Siegel und so weiter befinden sich irgendwie in der Sendung Die Simpsons, da wird alles offenbart und so. Und Trump, der wird im Dezember ermordet und im Oktober kommt ein Mega-Ritual, das hast du alles aus Simpsons-Folgen und so weiter und so fort. Alles, was im Buch der Offenbarung steht, mein lieber Freund, das steht im Alten Testament. Die Offenbarung Jesu Christi ist nur eine Zusammenfassung dessen, was im Alten Testament steht. Die Hure Babylon gibt es im Alten Testament, den Antichristen, den falschen Propheten, alles gibt es im Alten Testament. Ja? Und deswegen, das ist nur für uns Christen die Offenbarung, für sein Volk. Denn wir müssen mal gucken, es steht ja hier, dass die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll, also die Knechte Gottes. Und wer sind die Knechte Gottes? Laut Neuem Testament, 1. Petrus 2, Vers 15, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für das Böse benutzen, sondern als Knechte Gottes. Die Offenbarung ist für die Knechte Gottes. Wir Christen sind die Knechte Gottes. Du sagst, die Offenbarung des Johannes ist nicht für uns Christen. Und ich will dir ganz ehrlich sagen, ich sehe, du bist neu im Glauben. Das heißt, du hast weder vom Alten Testament Ahnung, noch vom Neuen Testament. Und ich glaube, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, dann weißt du das auch selbst. Und wenn du glaubst, du kennst die Bibel so gut, weil du hast ja die sieben Siegel der Apokalypse in der Folge von den Simpsons irgendwie entdeckt, dann lade ich dich herzlich und friedlich und in aller Langmut und Gnade ein zu einem Livestream. Dann können wir ein bisschen über die Bibel plaudern, ein bisschen sprechen. Und dann schauen wir doch mal und vergleichen mal zum Beispiel, ob die Gebote Gottes die Gebote Satans sind oder ob der Gott des Alten Testaments Satan ist. Und dann schauen wir mal, was die Bibel so lehrt. Es gibt aber noch einen anderen speziellen Fall. Also es gibt ja viele, die tatsächlich glauben, also die sich wirklich Christen nennen und sagen, der Gott des Alten Testaments ist Satan. Jetzt noch eine ganz merkwürdige Frau, ich kann sie nicht anders bezeichnen als eine gefährliche Antichristin. Miri Lin heißt diese gute Dame. Sie sagte oder schrieb, Yahweh kann nicht der gute, unsichtbare Vatergott von Jesus gewesen sein, weil Yahweh, also der Gott des Alten Testaments, ein Menschenmörder von Anfang an war, weil Yahweh Jesus verfluchte, weil der Messias von Yahweh ein Antichrist sein wird. Nun, der Messias von Yahweh ist Jesus Christus und kein Antichrist, also auch diese Frau hat die unvergebbare Sünde eindeutig begangen. Ich hoffe, sie hat bis heute Buße getan, weil das Zitat ist schon ein bisschen älter. Wenn nicht, auch sie laut Bibel endet im Feuersee. Ich bin nicht der Richter, Gott entscheidet, aber laut Bibel ist es nun mal so, wir müssen ja die Leute warnen. Und ich will hier keinen Schokokuchen backen mit ein paar Haferflocken und noch schön Zucker, Zucker. Alles süß, gibt's nichts süß. Wehe den, der süß ist, bitter nett und bitter süß. Ja, wir sind hier nicht im Kaffeeklatsch, wo man Dinge schön redet. Und ich muss nicht politisch korrekt sein, ich muss biblisch korrekt sein. Das ist das Einzige, was Gottes Wille in uns sein soll. Wir schauen mal an, was die Bibel sagt. Sie sagt ja, dass der Gott des Alten Testaments ein Menschenmörder von Anfang an war. Was sagte Jesus? Johannes 8, Vers 44. Ihr habt den Teufel zum Vater. Das sagt er nicht zu allen Juden. Das sagt er zu diesen okkulten Sekten, zu Pharisäern, zu manchen. Ja, und nicht zu allen Juden. Alle Apostel des Messias waren Juden, als ob die alle den Teufel angebetet haben. Die haben Jesus am Ende angebetet. Auf jeden Fall, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der Teufel war ein Menschenmörder von Anfang an. Das heißt, diese Miri Lin, diese Antichristin, sagt also ebenfalls wie Savior, dass der Teufel der Gott des Alten Testaments ist, dass Yahweh der Teufel ist. Und das ist die größte Sünde, die ein Christ oder überhaupt ein Mensch begehen kann. Die größte Sünde, die Gott niemals vergeben wird, wenn man sagt, der Gott der Bibel ist der Teufel. Das ist die größte Sünde. Da gibt es keine Gnade, keine Vergebung und kein gar nichts.
Jedenfalls nicht, wenn man Buße tut. Ich meine, jeder hat komische Ideen, wenn man verführt wurde. Okay, wenn ich Xavier zum Beispiel umkehrt und sagt, okay, das ist doch der wahre Gott im Alten Testament, hat er nochmal die Kurve gekratzt. Aber wenn nicht, wenn er sozusagen irgendwann mal abkratzt mit diesem Glauben, ist Ende Gelände. So, und jetzt schauen wir uns die letzten Verse an und jetzt zeige ich dir, mein lieber Freund, wer der Gott des Alten Testaments ist. Du sagst, das ist nicht der Vater, das ist der Satan. Nun, erstmal, wie kommst du überhaupt darauf? Du hast ja zitiert 2. Mose 33,11, da heißt es, und der Herr, also Gott, redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und es stimmt, du hast ja zitiert, es haben ja auch einige Gott gesehen im Alten Testament, aber das ist ja ein Widerspruch zum Neuen Testament, sagst du, denn Jesus sagte in Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Nun, um wen geht es also? Wen haben die hier gesehen eigentlich? Wenn es hier heißt, im 2. Buch Mose und auch im Alten Testament, dass einige wie Moses zum Beispiel Gott gesehen haben, Jesus sagt, ihr habt Gott nie gesehen. Was ist hier also die Fälschung, das Alte oder das Neue Testament? Antwort, gar nichts von beiden. Denn es geht hier, vielleicht hast du schon mal davon gehört, dass Jesus Gott ist, vielleicht hast du schon mal gehört, dass Jesus ein Vater ist, der auch Gott ist, dass sie eins sind, dass sie ein Gott sind und dass sie praktisch eine Einheit bilden und dass Jesus über den Willen des Vaters getan hat. Und hier geht es nicht um den Vater, denn Jesus sagt ja in Johannes 1, Vers 18, der im Schoß des Vaters sitzt, hat Aufschluss über ihn, nämlich über den Vater gegeben. Denn in Johannes 6, Vers 46 heißt es, nicht, dass jemand den Vater, den himmlischen Vater jemals gesehen hätte, nur der, welcher von Gott ist, der hat Gott gesehen und er meint damit sich selbst, nämlich Jesus Christus, der Sohn Gottes, der selbst Gott ist. Der Gott des Alten Testaments, mein lieber Freund, der mit jedem Moses geredet hat am heiligen Berg Gottes, der die 10 Gebote und alles, die ganze Tora Mose auf seinem Berg gegeben hat, ist Jesus Christus. Wenn du sagst, der Gott des Alten Testaments, der mit Moses geredet hat und die Gebote, das ist der Teufel, dann sagst du automatisch, dass nicht nur der himmlische Vater machst du damit zum Teufel, sondern du machst auch vor allem Jesus Christus zum Teufel und zum Satan. Meinst du, Gott wird dir oder Jesus wird dir vergeben, wenn du ihn zum Satan machst, die größte Sünde, die es im Universum gibt? Niemals. Deswegen mein Appell an dich, kehre um, bevor es zu spät ist. Du bist anscheinend ein junger Bursche, mögest du lange leben, aber mögest du vor allem schnell die Wahrheit erkennen. Jesus sagte in Johannes 5, Vers 46, denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben. Ach so, Moment mal, die Bücher Mose, das ist ja Satan inspiriert. Das heißt, Satan hat über Jesus geschrieben. Und die ganzen Prophezeiungen in Satans Altem Testament hat also Jesus erfüllt. Ah, okay, und im Alten Testament heißt es ja auch, dass Gott einen Sohn hat, den wir folgen sollen. Stimmt ja, und es ist ja im Neuen Testament, wie dieser Vers zitiert, und da wird gesagt, das ist Jesus. Dir ist schon klar, mein lieber Freund, dass Jesus aus dem Alten Testament immer wieder zitiert hat, um deutlich zu machen, dass er Gott ist oder Sohn Gottes und so weiter? Denkst du, er zitiert die Worte Satans, um sie auf sich zu beziehen? Nein, mein lieber Freund, das macht er nicht. Und woher wissen wir, dass Jesus präexistent war? Johannes 8, Vers 58, es gibt ja tausende Verse dazu. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Jesus lebte schon vor Abraham, aber nicht nur vor Abraham. Johannes 17, Vers 5, Jesus sagt, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir, Vater, hatte, ehe die Welt war. Jesus war schon beim Vater, ehe die Welt war. Weil im Auftrag des himmlischen Vaters hat Jesus die Himmel und die Erde und den Menschen die Tiere geschaffen, so wie König Salomo im Auftrag von König David seinem Vater, der seinem Sohn Salomo die Anleitung für den Tempel gab, den Tempel Gottes gebaut hat. So sieht es nämlich aus. Wir lesen auch in Johannes 1, Vers 1 und wir wissen ja hier, wir sehen, Jesus hat gebetet, dass sein Vater, bei dem er war, ihn mit der Herrlichkeit verherrlichen soll, die er am Anfang hatte. Was lesen wir in Johannes 1? Im Anfang war das Wort, nämlich Jesus. Und das Wort war bei Gott, dem Vater. Und das Wort war auch selbst Gott, nämlich Jesus Christus. Und das Wort Jesus wurde Fleisch, hat seine Göttlichkeit ausgezogen, damit er als Mensch für die Menschen, für die Schöpfung sterben kann, weil Gott kann nicht sterben. Deswegen ist Gott Mensch geworden, nicht der Vater, sondern der Sohn. Und wir sahen seine Herrlichkeit, für die Jesus gebetet hat, mit der er wieder verherrlicht werden soll, ehe die Welt war. Beim Vater. Wenn Jesus in Johannes 17, Vers 5 betet, dass er beim Vater war,
Genau das ist gemeint im Anfang des Evangeliums in Johannes 1. So, ich könnte natürlich diese alle Informationen, alle Verse und so, alles, was ich zitiert habe, hat sich nur auf die ersten 15 Minuten seines Videos gerichtet. Das Video von ihm dauert eine halbe Stunde. Ich bin nur auf die ersten 15 Minuten eingegangen. Würde ich noch auf die nächsten 15 Minuten eingehen, würde ich nochmal so lange brauchen. Wahrscheinlich würde das Video über eine Stunde dauern. Und das ist ja überhaupt nicht nötig, weil ich denke, ich könnte eindeutig deutlich machen anhand der Bibel des Alten und Neuen Testaments, dass der Gott des Alten Testaments nicht Satan, der Teufel ist, sondern wir reden ja von einer Einheit vom himmlischen Vater und seinem Sohn Jesus Christus, die eins sind durch den Heiligen Geist, der sie verbindet und der auch auf uns ausgegossen wird. Deswegen beten wir im Heiligen Geist durch Jesus, den Sohn, zum himmlischen Vater. Und das ist das Vater unser, was Jesus gesagt hat, dass wir ja auch beten sollen. Nicht wie die Heiden, die plappern immer so viel und labern und beten 10 Minuten lang für ihre Götter. Das sollen wir nicht machen. Ein Gebet, das 1 Minute dauert, aber von Herzen kommt, mit Leidenschaft und voll inspiriert mit dem Heiligen Geist, ist mehr wert als 10 Minuten Geplapper, wo man sowieso nur halbherzig dabei ist. Auf jeden Fall war das mein Video heute. Inside Reporter MCM vs. Savior. Ist Satan der Gott des Alten Testaments? Nein, es ist derselbe Gott wie im Neuen Testament, der Gott Israels. Wir Christen sind Israel, die Gebote sind für uns und deswegen sollen wir ihm auch folgen. Jesus ist nicht gestorben, damit wir hier die Gebote aus dem Fenster werfen und sündigen können wie die Satanisten, sondern dass wir heilig und gerecht sind und rein, so wie es Jesus war, der unser Vorbild ist. Zum Schluss möchte ich euch nochmal alle segnen und ich segne auch dich, lieber Xavier. Ich würde mich freuen, wenn du meine Einladung annimmst. Ich würde wirklich in Frieden gerne kommen, mal in deinen Livestream oder so. Ich meine, das ist eine gute Werbung auch für dich. Ich meine, du hast schon 20.000 Abonnenten. Ich weiß, dir geht es vielleicht nicht nach Werbung, aber du hast ja inzwischen viel Aufmerksamkeit auch und wäre ja schön, wenn sie den wahren Gott kennen, weil du führst die Menschen ja zum Teufel und das ist ja nicht der Wille Gottes. Also, der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ja, Amen. Liebe Geschwister, liebe Zuschauer, lieber Savior, ich zitiere diese Segnung hier aus dem Alten Testament, die Worte Gottes. Und ich hoffe, lieber Savior, im Namen des Herrn, dass auch du die Wahrheit erkennen wirst, denn die Wahrheit wird dich freimachen von allen merkwürdigen Auslegungen, die du da präsentiert hast in deinem Video. Ich empfehle dir, dieses Video zu löschen, wo du behauptest, dass der Gott des Alten Testaments Satans ist. Damit würdest du dir einen riesen Gefallen tun und auch alle jene, die du mit diesem Video leider verführt hast. Ich hoffe, dieses Video nimmst du mir nicht übel, denn ich komme in Liebe und in Gerechtigkeit und will nur das Beste für dich und für alle anderen. Möge der Herr euch segnen, liebe Geschwister, mögen wir alle eins werden, irgendwann, spätestens aber im Reich Gottes. Und bis dahin wünsche ich euch gottesreichen Segen und bis zum nächsten Video. Shalom.